Hallo und herzlich willkommen hier zurück in den USA. Wir sind hier auf der Legend unterwegs bei unserem Let's Play Projekt mit viel Schulden. Ist eine Vierfachkarte. Wir sind noch relativ am Anfang. Heute ist die 19. Folge und ich darf ein schönes Wochenende schon mal wünschen. Am Freitag Nachmittag 15 Uhr. Bald Feierabend für den einen oder anderen oder vielleicht hat schon Feierabend. Das Wochenende ist dort schon eingeläutet. Ja, was erwartet euch heute hier in dieser Folge? Regen. Regen. Ich kann ihn langsam nicht mehr sehen hier. So, hier haben wir jetzt gleich das Feld Felix. Das ist schon mal gut, da man das Feld hier Felix angelegt. Das ziehen wir noch ein bisschen Geld. Ich würde sagen, wir erhöhen mal die Zeit, damit der Rennens hier vorbeigeht. Damit hier mal wieder was passiert. Weil das ist ja im Moment hier nicht mehr zu ertragen. Ja, eine Woche zum Vergessen für mich. Nichts passiert, nichts geschafft. Aber das ein oder andere Erkenntnis habe ich gewonnen. Das war schon mal, also muss ich auch immer mal so ein bisschen die positiven Sachen so sehen, ne? Gerade so an so einem Freitag. Ne? Bei mir ist gerade Donnerstag morgens, also ich habe noch ein paar Stunden bis dahin. Vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Erkenntnis dazu. Naja, man darf ja noch Hoffnung haben, oder? Wäre traurig, wenn man hier keine Hoffnung mehr haben könnte. Also. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt. Also warum er hier das mit dieser Anzeige nicht macht. Es ist ja nicht nur... wo ist es hier? Ach Quatsch. Was hier gehen. Wir haben ja hier irgendwo den Hopfen, ne? Da sagt er ja auch Fill-Type. Ich verstehe nicht, ist alles korrekt. Und was haben wir hier noch? Genau, dann haben wir hier unsere Holzstammproduktion. Ja, jetzt wäre mal spannend. Wow, hier haben wir schon. Oh, das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch schon sehr gut aus. Würde ich sagen, müssen wir jetzt uns gleich mal den Hänger hier schnappen und mal hier rüberfahren. Dann sieht er schon mal gut aus. So, Feld 21 ist schon mal fertig. Können wir schon mal den Lohn kassieren. Sieht das schon mal gut aus. Sollten wir mal gucken, ob wir denn jetzt neuen Düngerauftrag. Und dann ist Feld 19 noch dabei. Das wäre sehr schön. Also eins hat der Ersteller der Karte mit Sicherheit sehr gerne gehabt, das sind Kreise. Also. Was ist denn das hier unten? Was ist das denn? Akko und Pick Dealer. Ah. So, jetzt haben wir immer noch keinen neuen Auftrag hier, ne? Irgendwie kann ich mir hier nicht entscheiden. So, Düngen 36. Feld 16, ja. Dann hören wir da hin. Zurück. Feld 16 abfahren lassen. Gehen wir hier auf Kurs generieren.
Level 16. So. Ja, soll er hier aufhören? Im Uhrzeigersinn, alles klar. So. 29 Meter. Bei 21 auch. Dass ich jetzt gleich mal langsam Richtung im Bett gehen sollte. Ich werde noch mächtig müde. So, Mission Feld 16 hat jetzt, ne? Verdünnen 29 Meter. Ja, den Kurs habe ich ja gerade gesucht. So, zack. Bin ich ja mal gespannt. Aha, Headset auch. Alles klar. Ja, also das ist das, was wir dringend brauchen. Ach, hier ist unser Anhänger. Er steht doch hier direkt fast in der Holzstammproduktion. Kann man eben dahin fahren, oder? Solange es hier noch regnet. Da kann ich wieder 40.000 Liter in die, ins Sägewerk pumpen. Dann geht's da auch ein bisschen weiter. Weil da das Sägewerk jetzt da rumsteht und gar nichts zu tun hat, das ist ganz schlecht. Das Ding muss arbeiten. Das darf nicht zum Stillstand kommen. Wir können im Moment überhaupt keine neuen Pflanzen leisten, sondern wir neue Bäume pflanzen. Oh Wahnsinn, da oben kommt ein anderes Symbol als Regen. Das ist ja mal super. Bin ich ja schon mal begeistert. So, ich bin mal gespannt, ob wir dann hier drehen können. So, auch hier an der Holzstammproduktion habe ich jetzt mal hier diese Fehler, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich ja gar nicht gesagt, ne? Die Fehler hier weggemacht, die ich da eingebaut hatte. Die waren nicht mal vom Originalmodder, sondern die waren von mir die Fehler. Wo ich diese Fläche, die Ausgabefläche vergrößert hatte. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, dann kriegen wir sogar drei Paletten mit ausgelagert hier. Das ist so. Ja, ist klar. Ah, ich wollte gerade sagen, das wird jetzt gewesen. So. Maximum. Jawohl. Sehr schön. Warum lädt er die jetzt nicht? Schon wird falsch gemacht. Warum lädt er die jetzt nicht? Da habe ich ihn jetzt schon wieder angestellt. Da habe ich ihn jetzt wieder angestellt. Achso, diesen Rundball. Man sollte auch Paletten auswählen, dann mit er auch. Ich sag mal, ne, so ist der Hänger wunderschön, aber ne,
finde das ein bisschen unrealistisch. Also dann bei der Höhe, ja, müsste eigentlich, ne, ja, also erwarte ich eigentlich, dass der dann gerade da hinten dran hängt. Das erwarte ich also doch mal, aber naja, sonst ist so. Aber ernsthaft, jetzt wegen der einen Palette Materie wieder so ein Zirkus. So, fahren wir hier rein. Ich würde mal sagen, das ist doch hier sensationell der Weg hier. Unsere erste Holzstamm. Haben wir hier drin schon mal. Das ist doch super. Jetzt sollte unser Sägewerk auch wieder hier arbeiten. Jawoll. Sehr schön. So, der ist schon mal in Feld 16 angekommen. Oh mein Gott, hört dann jetzt noch auf im Regen. So, ne? So lange kann ich jetzt erstmal hier noch hier lassen. Würde ich sagen. Den Traktor kann er nämlich hier gleich. Ja. Die nächsten Paletten im Sharp. Ja, morgen haben wir schon. Ja, morgen startet. Ja, doch. Genau, morgen startet die Fußball-Bundesliga. Könnt ihr mir glauben, ich freue mich wie Hulle darauf. Endlich wieder Fußball. Und dann direkt mit einem Klassiker. Dortmund gegen Schalke, glaube ich, ne? Oder Schalke gegen Dortmund. Ich meine, Dortmund gegen Schalke ist das Spiel. Ich sag mal, na klar, da wird was fehlen, ne? Die Zuschauer. Aber ich sag mal, na, ich bin einfach nur froh, dass es wieder losgeht. Dass es weitergeht. Dass wir noch ein paar Spiele kriegen. Hoffe mal, dass sich alle Beteiligten an das halten, was ausgemacht ist. Dann, ja. Da würde ich mich echt super, super drüber freuen. Am Sonntag spielt dann mein Herzensverein. Bin schon mal gespannt, ob man sich dann für die Blamage der Hinrunde dann mal ja, revanchiert. Lassen wir es uns mal so ausdrücken. Oh mein Gott, ey. Auch schon lange 18 Uhr vorbei. Ey. Jetzt kann es langsam mal aufhören zu regnen hier. Und was wir bei Gelegenheit auch da mal machen werden, ist dieses Mähwerk hier austauschen. Also dieses 8,40 Meter, das ist ja gar nichts. Also, pff, ein Witz. Ne? Aber ich sag mal, ne, man kann da klar jetzt kein anderes nehmen, ne, mit diesem Gespann, das wir jetzt hier zusammen gebastelt haben. Weil, ne, wenn ich jetzt das von Klaas nehmen würde, würde das da vorne dran machen. Dann hätte ich das Problem, ne, mit den 10 Metern. Ja, dann ist
Der Schwader hinten. Oh. Wir sollten vielleicht mal die Zeit umstellen, ne? Sehe ich gerade, weil es ist noch hell. Der ist hier schon im Vorspulmodus. Ja, Halleluja. Dafür hat es aufgehört zu regnen. Ach, mal aussteigen hier. So. Ich würde schon mal sagen, bis 20.30 Uhr. Kann aber jetzt machen und dann erst vorspulen. Wow, ist aber mächtig dunkel geworden hier. Ah ja. Das Ganze kann man eine Stufe zulegen. Wir können sogar eine Stufe zulegen. So, so, seht ihr. So, einer im Gebäude 9280. Das sieht doch schon mal gut aus. Ach. Zack. Schon haben wir morgen. Schon ist es wieder hell. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir beginnen auch sofort. In dieser Folge mal tun wieder. Dann kann der ja auch mal starten. Dann kann der ja auch mal wieder starten hier. Ist doch schon mal gut. Ja gut, so langsam hoch hält Sonne zu fahren. Bin ich das jetzt mal gespannt, wie viele Ballen wir denn hier runterholen. Da bin ich mal gespannt drauf. Wie viel Grad haben wir? Oh, ist gar nicht so warm, ne? Mal feststellen hier. Abfahrer einstellen. Achso. Ein bisschen haben wir noch vom anderen Feld drin. Der ist schon noch ein bisschen beschäftigt. Das Ende werden wir also in dieser Folge schon nicht mehr erleben. Jetzt müsste ich schon mal wieder ein bisschen Holz stammen. Ach! Freunde der Sonne. Da ist aber mal hier. Aber mal einen Augenblick, ich glaube, der springt jetzt gleich um auf 60.000. Na, kam schon. Ja, hab ich da gesagt. Das ist doch schon mal super. So, Maximum, zack. Sechs Paletten. Da haben wir jetzt insgesamt 12 dann schon. Ach, da hättest du sogar noch mehr laden können. Na egal. Auf jeden Fall schon voller als eben. Das ist ja schon mal. Ich habe die Produktion hier noch arbeitet, aber da glaube ich kaum. Die jetzt hier noch arbeitet. So, U, B, Z. Ja, mal gucken, ob sie noch arbeitet, die Produktion. Ja, die war schon wieder aus. Dafür sollte sie eigentlich jetzt mal wieder arbeiten. Sieht ja keine Leerpaletten mehr hier. So schlecht. So, es hackt schnitzel aus. Hm?
würde sagen, gehen wir mal darüber. Fangen wir mal an, Ballen einzusammeln. Ich glaube, 16 Ballen haben wir gehabt. Ne? War genau eine Wagenladung voll bis jetzt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie viel dann jetzt hier bei diesem Feld hier rauskommt. Sonne. Ah, wunderbar. Kein Regen. Ja, die Sonne. Sollten wir also einen etwas besseren Ertrag hier bekommen. Hier vorne auf der Karte rumfahren, aber den anderen sehe ich nicht. Eine andere Klauen hier. Ach, da unten ist der, okay. Aber wenn, jetzt muss ich erstmal wieder hier umstellen. Rundballen 1,30 Meter oder, ne? Glaube ja. Das müsste das gewesen sein. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Musst du kurz mal ein Foto machen für unsere Galerie hier, ne? Halleluja. Berguf, Bergaffe, Halleluja. Oh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich mal so behaupten. Hat er noch keinen weiteren Ball hier rausgedrückt? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja gut, jetzt ist es na klar auch, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Das sind ja 8,40 Meter. Die der jetzt hier so, ne? Sag ich jetzt mal beackert. Oder 8 Meter beim Mähen. Und auf dem anderen, auf der anderen Karte ist ja klar, ne? Größeres Schneidwerk. Und dann ein größerer Schwader. Der hat eine Einzugsfläche von 19 Meter gehabt. Dann ist da klar logisch, ne? Und dann hat man klar eine Schwatte, da ist eine klar richtig Masse drin. Das haben wir da klar nicht. Es ist logisch, dass die Ausbeute ein bisschen kleiner ist. Aber ich finde schon, dass das sehr extrem ist, also der Unterschied. Im Geotech her. Also das finde ich schon unglaublich. Ja, Baumwolle wollte ich ja eigentlich auch mal testen, aber das ist wirklich viel, viel in der Zukunft. Also muss ja irgendwo bei Folge 100, 200 sein oder so. Soll man wirklich die Kohle dafür haben. Also, ne? War ich ja auch eine Textilfabrik, ne? Gerne noch modden würde. Also jetzt am Sonntag ist ja auch kein Livestream, sondern ne, der Modding-Workshop wird erst eine Woche danach stattfinden. Also der ist dann jetzt zweimal ausgefallen. Das liegt nicht daran, dass ich ne, das nicht könnte. Das ist nicht das Thema. Also das ist ja. Da gibt ja genügend Produktionen hier von mir, die hier am Start. Also hier jetzt nicht, aber in einem anderen Let's Play-Projekt sind ja doch einige Produktionen auch von mir am Start. Also das kann ich schon. Da muss ich mir keine Sorgen drum machen. Und wie gesagt, ich habe am Montag dann auch wieder Termine. Montag, Dienstag, ich glaube Mittwoch auch. Und dann auch die ganze nächste Woche wieder
ja, terminlich doch sehr stark eingebunden habe, also jetzt nicht so viel Freizeit. Von daher, ja, alles gut. Ich werde jetzt hoffentlich am Wochenende wenigstens dazu kommen, ein Tutorial so aufzunehmen, dass es dann mal etwas problemloser funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viel haben wir denn jetzt? Gleich 2 Uhr? Mein Gott. Donnerstagmorgen 2 Uhr. Und ich bin hier noch am Aufnehmen. Und die Folge erscheint um 15 Uhr. Freitag. Aber ne, davor habe ich die Folge für Donnerstag aufgenommen. Da muss ich mal ein bisschen Gas geben jetzt gleich noch. Also ihr seht, ich habe noch keinen Feierabend. Ich sollte auch morgen dann im Laufe des Tages mal, oder heute im Laufe des Tages, die 2 Folgen aufnehmen. Für Samstag und Sonntag und Montag. Ja. Vielleicht werde ich am Sonntag einen kleinen Livestream machen. Mal gucken. Was kürzer. Einfach mal eine Talkrunde. Die dann auch mal exklusiv nur für Twitch. Mal gucken. Weil auch auf Twitch bräuchte ich noch den einen oder anderen Follower. Und seitdem ich dann nicht mehr streame, jetzt seit ja schon ein paar Tagen ja nicht mehr, tut sich da nicht allzu viel. Ich dachte, der hätte jetzt wegen der Kollisionserkennung, würde er jetzt hier, ne? Aber ne, ne, alles gut. Ich dachte gerade schon, das wäre jetzt zu viel gewesen. Also ich bin mal mit diesem Projekt hier gespannt, wo das alles noch hingeht. Also jetzt haben wir ja 2,9 Millionen Schulden. Das sieht nicht unbedingt so gut aus. Aber hier scheint doch der eine oder andere Ball mehr rauszukommen. Danach sieht es zumindest jetzt aus. Hier könnten wir mal den Motor mal ausstellen. Oder die ganze Zeit den Sprit verbrauchen, oder? Hier genau der gleiche. Ich darf vergessen. Hier kann man nichts einstellen, ne? Vorgewinde habe ich nicht eingestellt. Naja, ich weiß nicht mehr. Ach, 3. Jetzt ist es. Shit. Welche Geschwindigkeit fährt der hier? 16. Und der fährt mit 18. Na gut. Zwischendurch hält er ja nochmal an. Er fährt halt langsamer. Schon gut. So. Ja, das war's auch schon wieder für die heutige Folge.
ich darf mich bedanken fürs Einschalten, fürs bis zum Ende dranbleiben, für eure Däumchen, die ihr da gelassen habt, für Nachrichten, die ihr unten unter dem Video reingeschrieben habt. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr neu hier auf dem Kanal seid, dann wünsche ich mich da klar auch über ein Abonnement oder ja, über ein Abonnement freuen und vergesst nicht hinten die Glocke zu aktivieren. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Start ins Wochenende und darf mich da mit diesen Bildern jetzt verabschieden. Mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.